ja, wie kann man den handwerklichen Beruf am besten beschreiben? Ich glaube, das ist ein bisschen schwierig, aber im Grunde genommen kann man sagen, es gibt einen risikobasierten Gesamtkontrollplan, den man abarbeiten muss. Das sind einerseits landwirtschaftliche Nutztiere, sind natürlich auch Tierheime, sind Kontrollen in Schlachthöfen, Zerlegebetrieben, genauso in Tierkörperverwertungsanstalten. Da wird halt die ganze Hygiene kontrolliert, der Tierschutz, der Tierarzneimitteleinsatz. Und die andere Seite sozusagen sind diese Anlassfälle, wie man sich das vielleicht klassischerweise vorstellt im tagtäglichen Leben. Es gibt im Tierschutz eben ist da relativ viel zu tun, also die Aufmerksamkeit der Bevölkerung wird immer mehr und wir sind eben auch im Auftrag der Behörde als Sachverständige, werden wir sehr oft beigezogen, hier eben zu beurteilen, liegen Mängel in der Tierhaltung vor und ja, hier bestmöglich einfach zum Schutz der Tiere zu agieren. Und grundsätzlich ist das Berufsbild des Amtstierarztes sehr, sehr vielfältig, bildet sehr viele Aspekte des tierärztlichen Berufes ab und ja, also man kann da in sehr vielen Bereichen tolle Arbeit leisten.